Also, ich stelle uns erstmal nochmal kurz vor. Das ist der Anthony, das ist Steven und ich bin der Jonathan. Und wir haben in der Zeit, die wir hier waren, versucht, uns eigentlich auch relativ gut hinbekommen, einen Basic-Computer zu bauen. Das ist ein kleiner Computer, der so vielleicht üblich war vor 30, 40 Jahren. Allerdings war er da vielleicht noch wesentlich, wesentlich größer als dieses kleine Teil hier vorne. Das hat dann früher vielleicht so ein halbes Wohnzimmer eingenommen ungefähr. Und ja, unser Computer baut auf einem AVR-Mikrocontroller. Das ist dieses längliche schwarze Teil hier drin. Und der Programmiersprache Casio Basic. Tiny Basic. Ja, und Steven wird euch jetzt ein bisschen was zum Aufbau erzählen. Ja, also wie gesagt, der Computer läuft mit Tiny Basic, also das ist ein Interpreter drauf, also man kann sich das vorstellen so ungefähr wie bei einem C64, also man hat da praktisch nur, wird einem angezeigt, wie viel Speicher man frei hat und dann kann man da ein Programm schreiben und das ausführen. Das dann kann man in dem EEPROM von dem Prozessor einspeichern oder auch wieder löschen. Und ja, also man hat da eine Composite-Video-Buchse für den Ausgang an den Bildschirm und eine PS2-Buchse, also das ist ganz normaler Tastaturanschluss. Er ist halt schon ein bisschen älter, also nicht mehr Standard, aber früher war es ganz normaler Standard-Tastaturanschluss, dass man praktisch da was reinschreiben kann. Und also die Tastatur sieht in etwa so aus, also eine relativ alte PS2-Tastatur und die wird dann dort angeschlossen. Ja, also wir sind nicht ganz fertig geworden, ansonsten würden wir das ja hier auch jetzt vorführen, aber leider geht das noch nicht so richtig. Wir haben auch diese Häuser gebaut und wir haben es mit einem Laserdrucker gebaut und ja. Da hat mir noch eine Idee, da drauf Basic zu schreiben. Ja. Okay. Ende. Ja, also wie gesagt, wären wir fertig geworden, dann würde das bestimmt auch funktionieren, aber wir hatten halt ein bisschen wenig Zeit und wir hatten auch vor allem das Problem, dass wir da mit einem kaputten, es ist ja ein AVR-Prozessor, ein Mikrocontroller und der war halt kaputt, also den ersten haben wir durchgefeuert, ohne es zu wissen und dann haben wir mehr oder weniger gestern fast den ganzen Tag dafür verbraucht, um da, also haben wir probiert, da was drauf zu kriegen, also den Interpreter da drauf zu kriegen, aber der Chip war halt Schrott und ja, im letzten Moment hat Uwe noch uns einen Schaltkreis und da konnten wir das jetzt flashen. Ja. Und deshalb auch nochmal vielen Dank an alle Mentoren, die uns hier so tatkräftig unterstützt haben. Ohne die Tipps hätten wir wirklich, also das auf jeden Fall nicht hingekriegt. Vor allem nochmal an Uwe, weil wir von ihm diesen Chip bekommen haben. Ohne den wäre sowieso überhaupt nichts gegangen. Also Dankeschön dafür.